Das Gruselschloss. Es war einmal ein Gruselschloss. Es war sehr, sehr alt, und zwar 700 Jahre alt. Es war kaputt und voller Spinnenweben, und da drinnen waren Leichen. Eines Tages machte eine dritte Klasse einen Ausflug dahin. Die Kinder freuten sich sehr auf den Ausflug, nur ein Kind nicht. Und es hieß Luke. Er hatte null Lust auf den Ausflug. Aber sein Freund Johannes, der freute sich riesig auf den Ausflug. Luke ging nach Hause und sagte es seinen Eltern. Die Eltern fragten Luke, wo es hingeht. Luke sagte, auf das Gruselschloss. Die Eltern erschraken. Sie sagten, Luke, du kannst da nicht mit. Oh, sagte Luke und ging auf sein Zimmer und freute sich riesig.